mit einem Akkord eine Stunde lang improvisieren und das ohne, dass es langweilig wird. Wie das funktioniert, welche Töne man da verwenden kann, das erfährst du jetzt, wenn du Bock drauf hast. Dann bleib dran. Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann starte jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Wenn du besser Klavier spielen lernen möchtest, Liedsheets lesen, Solo-Pop-Piano spielen, Pop-Piano-Begleitung, dann schau doch mal in der Videobeschreibung. Dort findest du meinen Videokurs Klavier spielen auf Knopfdruck. Was möchte ich dir heute zeigen? Ich möchte dir zeigen, wie du es mit einem Akkord schaffst. Ja, wirklich nur mit einem Akkord. Und zwar mit einem Fis-Moll-Akkord. Interessant zu spielen. Das über einen langen Zeitraum. Ich sage immer, wie willst du mit 3, 4 Akkorden improvisieren? Wenn du es nicht schaffst, mit einem Akkord zu improvisieren und das einen Spannungsbogen aufzubauen, das interessant zu halten. Ja? Lass uns also schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt mal diesen Fis-Moll-Akkord hier ausgesucht. Das könnte jeder andere Moll- oder Dur-Akkord sein. In letzter Zeit spiele ich öfters in Fis-Moll. Finde ich irgendwie cool. Deshalb dieser Akkord. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ist ja schön, aber wie soll ich jetzt nur mit einem Akkord ja, spielen, dass sich das irgendwie aufregend anhört und keine Ahnung. Du, lass uns das doch mal ganz einfach klar machen. Wenn wir einen Fis-Moll-Akkord haben, dann haben wir schon mal drei Töne, nämlich ein Fis, ein A und ein Cis, die ich verwenden kann. Wenn ich jetzt diese Töne nehme, ist ja logisch, dass die passen, dass die zum Klang passen, ja, weil sie natürlich die akkordeigenen Töne sind, das passt auf jeden Fall. Und jetzt sagst du, okay, ist klar, aber ich möchte doch irgendwie noch 2, 3 weitere Töne haben. Können wir machen. Jetzt kommt diese sogenannte Pentatonik ins Spiel. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn man anfängt zu improvisieren, spricht man oft von der sogenannten Pentatonik. Penta, 5. 5 Töne also, die über einen Akkord, über eine Akkordfolge passen und zwar immer passen, ohne schiefe Töne, mit der man ganz viel Spaß und Freude haben kann. Also, bevor wir uns jetzt die Pentatonik, die Moll-Pentatonik bei Fis-Moll klar machen, würde ich dir empfehlen, auch immer die Dur-Pentatoniken im Blick zu haben, weil die bauen darauf auf, beziehungsweise die Moll-Pentatonik ist nichts anderes als die Dur-Pentatonik. So, wie komme ich jetzt da drauf? Wenn ich jetzt einen Moll-Akkord habe, wie hier, dann gibt es dazu immer auch die sogenannte Dur-Parallele. Die liegt immer 3 Halbtöne, 1, 2, 3, über dem Grundton, meinem Fis. So, das heißt, ich bin in A-Dur, ich habe hier meine A-Dur-Tonleiter, ja, und wenn wir jetzt in Dur sind, mache ich mir erstmal die pentatonischen Töne klar. Die pentatonischen Töne erhalte ich durch eine einfache, leichte Formel. Es ist immer die 1., 2., 3., 5. und 6. Stufe innerhalb der Tonleiter. Was meine ich jetzt damit? Ja? Mein A, der Grundton, ist meine 1. Stufe. Mein 2. Ton innerhalb der Tonleiter, also meine 2. Stufe, ist das H. 3. Ton, 3. Stufe, Cis. 5. Ton, 5. Stufe E und meine 6. Stufe, 6. Ton, mein Fis. Und diese 5 Töne sind jetzt die Töne meiner Dur-Pentatonik. Aber wenn ich jetzt das Fis zu meinem Grundton mache, bin ich automatisch wieder in meinem Fis-Moll-Akkord. Und das, was du hier siehst, ist jetzt automatisch meine Moll-Pentatonik. Allerdings, aufgepasst, es sind jetzt nicht mehr die 1., 2., 3., 5. und 6. Stufe, sondern die 1., 3., 4., 5. und 7. Stufe. Ja? Das war die Fis-Moll-Tonleiter. Ja? Das heißt, die 2. Stufe wird übersprungen. 1., 3., 4., 5. und 7. Stufe. Alles klar? Super. So. Wenn ich jetzt diese Töne habe, dann habe ich natürlich schon deutlich mehr Tonmaterial zur Verfügung. Und schau mal her. Wie klang das für dich? Ich fand, das klang schon wirklich aufregend und ich habe nur mit den 5 pentatonischen Tönen gearbeitet. Ich habe hier einfach so einen Pattern-Akkord angeschlagen. Ja, Fis, Cis, Fis, Grundton, G.
Quinte, Oktave, ja, und habe dann mit meiner rechten Hand die restlichen pentatonischen Töne aufwärts gespielt und das Ganze dann nochmal als Arpeggio versetzt, ja. So, was kann ich jetzt tun? Ich nutze jetzt einfach mal meine pentatonischen Töne. Ich schlage den Akkord hier unten an. Gehe jetzt mal willkürlich. Reihe ich die Töne aneinander. Machen das gerne nochmal. Ich nutze natürlich mein Pedal. Es erzeugt so eine Klanglandschaft, ja? Verschafft mir ein bisschen Zeit. Ich kann mir auch Zeit lassen, um die Töne zu spielen. Ja? Diese pentatonischen Töne passen einfach immer. Und ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, in welcher Reihenfolge ich die spiele, wie ich mir kleine Pattern baue, kleine melodische Elemente. Ich sehe jetzt immer viele Schüler, die dann sowas hier spielen. Ja, einfach immer die pentatonischen Töne auf- und abwärts gespielt. Die passen zwar, das klingt jetzt aber nicht sonderlich interessant, ja? Denn ich finde, das klingt so tonleitermäßig. Mein Geheimtrick, mein Salz in der Suppe, ja, sage ich mal, das ist es, indem ich Sprünge spiele. Willkürliche Sprünge mit diesen pentatonischen Tönen, das heißt. Ja, du merkst es, natürlich muss man diese Töne erstmal verinnerlichen, um die willkürlich, so wie ich das gerade getan habe, anwenden zu können. Ja? Wenn du da Input brauchst oder Hilfe brauchst und du dein Klavierspiel auf ein ganz anderes Level bringen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dich mal meldest für unser 1:1 Online-Piano-Coaching. Da setzen wir uns einmal die Woche zusammen. Du genießt dein Coaching von zu Hause aus an deinem Instrument, technisch übrigens ganz leicht umzusetzen. Und wir schauen einfach mal, wie wir dich zum Improvisieren bringen, Pop-Piano spielen kannst, Jazz-Piano spielen kannst. Ja, wenn du da Bock drauf hast, trag dich doch mal gerne in unser Formular ein. Das findest du unten in der Videobeschreibung und jemand aus meinem Team oder ich selbst rufen dich dann zurück und wir quatschen einfach mal, wie wir da zusammenkommen. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Trick für dich. Wir können nicht nur die pentatonischen Töne verwenden, sondern wir können auch noch, wenn wir mal in diese Pop-Improvisationsrichtung denken, die sogenannte 2, das ist die große Sekunde, verwenden. Ich finde, hör mal. Das sind sehr warme Töne, ein warmer Akkord, ja. Das macht man sowieso gerne, die 2 verwenden. Dann wäre das ein Fis-2-Akkord, wenn man so will. Liest man auch ganz oft in Liedsheets, ja. Und diese 2-Akkorde, die klingen sehr warm. Etwas reibend, nicht störend, aber sehr warm, ist einfach wunderbar passend. Da habe ich noch einen Ton mehr, den ich jetzt einbringen kann. Jetzt sagst du ja, halt, stopp. Jetzt ist es doch fast schon die Fis-Moll-Tonleiter. Das stimmt, bis auf das D, das fehlt mir. Das D habe ich nicht drin. Das klingt so ein bisschen, das ist ja die 6. Stufe. Es klingt schon, da hat man so ein Unwohlsein. Ja, es ist nicht so, ganz so angenehm. Das muss schon passen. Das könnte vielleicht zu einer Filmszene passen, wenn ich Filmmusik schreibe. Ja, vielleicht, vielleicht. Aber für so eine schöne, warme Pop-Improvisation finde ich jetzt, passt das nicht unbedingt. Das heißt, ich beschränke mich auf meine Moll-pentatonischen Töne plus die 2. Ich mache hier gerne so einen Übersatz, ich spiele so ein Pattern, ja? Und dann spiele ich die restlichen Töne hoch. Das ist übrigens auch das, was ich im Intro gespielt habe. Ja, immer übergesetzt, dann rechts die restlichen Töne gespielt, links wieder Fis und Gis, rechts die Töne gespielt, Fis und Gis. Ja, wenn man das dann etwas schneller spielt,
wieder rückwärts zurück meinetwegen und dann anfängt. Zu improvisieren. Ich kann ja auch so ein Pattern einmal. Und jetzt liegt es an dir, das interessant zu halten. Mach das, nimm das mal als Challenge mit. Mach das mal eine Stunde. Nimm dir die Pentatonik, nimm dir den Fis-Moll-Akkord und sag dir, ich muss das jetzt irgendwie interessant halten. Denk an die Sprünge. Auch wenn du mal einen falschen Ton spielst, kein Problem, spiel weiter. Und so weiter. Wenn du mit diesem Video was anfangen konntest, dich das Ganze weitergebracht hat, schau dir auch mal dieses Video an. Das greift die Thematik nochmal auf, geht auch nochmal in die Tiefe und wenn du heute was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.